Hallo und willkommen bei den Brick Freaks. Heute ist Beginn der Spielwarenmesse in Nürnberg und natürlich war Lego als größter Spielwarenhersteller der Welt selbstverständlich da und hat gefühlte 800 Sets vorgestellt aus allen Produktlinien. Und zu vielen gibt es einfach noch keine Bilder. Und wenn, dann ist immer wieder schwer mit den Urheberrechten. Deswegen werde ich momentan keine Bilder machen oder keine so Videos machen mit irgendwelchen Bildern, wo ich nicht weiß, ob ich gestrikt werde. Weil ein Strike läuft noch bis zum 1. Februar. Gut, was sie heute aber schon offiziell rausgehauen haben, ihr seht es hier, sind die Bilder von den 20th Anniversary Sets, 20 Jahre Star Wars Lizenz, gibt es 5 Special Sets, alles Neuauflagen von Sets, die wir schon mal gehabt haben und jeder hat eine spezielle Figur dabei. Die Figur, ihr seht es hier rechts unten, ist im Gelb gehalten, wie die ersten Star Wars Figuren waren, stehen auf einer speziellen Platte und haben einen speziellen Rückenaufdruck. Da kommen dann noch später Fotos, also nicht heute, aber wenn alle Figuren da sind. Von Han Solo habe ich sie schon gesehen. Gut, das erste, Slave One, das größte Set, 75243, Slave One, 1700 Teile, 119,99, Leia Organa. Brauchen wir nochmal eine Slave One, nachdem es letztens die UCS gab? Ich denke, man hätte aus 20 Jahren Star Wars Lizenz ein besseres Set gefunden, was noch nicht so oft aufgelegt worden ist und vor allem nicht erst vor 2 Jahren als richtig geiles UCS-Set. Da hat es die Spielvariante natürlich etwas schwer. Insgesamt finde ich es auch nicht wirklich so gelungen. Die UCS-Variante gefällt mir von den Farben und der Formgebung gerade hier unten rum deutlich besser. Die Figuren, 2 Handlanger, Boba Fett, Han Solo und hier sehen wir sie schön. Leia Organa in ihrem schönen Gelb. Ja, kann man machen, muss man nicht machen. So, da haben wir das nächste. Die 75258. Anakin's Podracer. 279 Teile, 29,99. Die Sonderfigur, ihr seht sie rechts unten hier auf dem Ständer. Auf der Platte ist diesmal Luke Skywalker. Der Pod, ja, mit so durchsichtigen Steinen so gemacht, dass er so in der Luft steht. Ich finde, ein Pod ist halt einfach auch kein gutes Star Wars Spielzeug. Das funktioniert meiner Meinung nach. Das Ding ist an Ketten, wenn man es sieht wie im Film, lässt sich eigentlich als Kind nicht wirklich damit spielen. Ich finde es kein gutes Set. Ich fand das alte Set nicht gut, das erste, ich finde das Set nicht gut. Ich glaube zwischendrin, ich glaube die dritte Auflage, ich weiß es nicht. Ich finde es nicht gut. So, dann weiter im Bunde. 75259, der Snowspeeder. Hat man vor kurzem auch ein UCS-Set. 309 Teile, 39,99. Sonderfigur, ihr seht sie links unten, natürlich nicht in Gelb. Lando Calrissian. Zu teuer. Nicht schlecht. Vom Design her finde ich ihn ganz okay gelungen auf der Größe. Aber zu teuer. Aber wenn man einfach mal abwartet, ihr wisst selber, Toys R Us, Galeria Kaufhof, 25%, sind wir bei 30 Euro, 309 Teile für Lizenzthema, geht es dann. Aber auch nichts, was man wirklich gebraucht hätte. So, 75261, Clone Scout Walker. Jo, anderer ist AT-ST. 250 Teile, 29,99. Sonderfigur Darth Vader. Ob der unterm Helm gelb ist, weiß ich nicht. Ansonsten haben wir ja einen Clone Trooper dabei, Chewbacca, wie heißt die Rasse? Eieiei, es fällt ihm nicht ein. Ein Battle Droid und ein Spider Droid. Ein Wookie. Auch ein Set ist okay für Kinder, kleines Spielset. Bisschen zu teuer, aber es für mich auch absolut reizt mich gar nicht. Und hier das letzte Set. 75262, ein bisschen zu groß. Imperial Dropship, 125 Teile für 19,99. Gut, es sind 5 Minifiguren dabei. Die Sonderfigur ist Han Solo. Ihr seht es, 3 Sturmtruppler und ein TIE Pilot oder was es auch sein soll. Vom Preis her für 5 Minifiguren her ist fair.
das Modell selber ist total Banane. Also das braucht ja wirklich kein Mensch. Das taugt gar nichts. Von den Minifiguren her ist es absolut okay. Das waren die 20th Anniversary Sets. Ich hätte lieber ein paar andere Sachen gesehen. Zwei Sachen, der Snowspeeder und die Slave One sind nicht schlecht. Der Rest ist in meinen Augen unnötig. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie findet ihr? Findet ihr die Sets toll? Findet ihr die 20th Anniversary Figuren toll? Werdet ihr euch holen, weil es Sammlerfiguren sind und im Wert steigen? Oder wie auch immer. Sagt mir mal Bescheid. Ich würde mich echt interessieren, ob ich nur der Einzige bin, der sagt, ist alles nicht so besonders toll. Zwei gehen, der Rest ist Grütze. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, was ihr davon haltet. In den nächsten Tagen werde ich einige Videos machen, sobald offizielle Bilder da sind. Zu Technik und so weiter und so fort wird es noch einiges geben. Ich danke, wünsche euch einen schönen Abend. Alles, alles Gute. Das waren die Brickfreaks, der Frank. Bis bald. Bye, bye.